Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hatte vor ein paar Wochen ja schon mal ein Too Good To Go Video gemacht und in diesem auch angekündigt, dass ich davon noch ein paar mehr machen möchte. Das letzte Video habe ich in Berlin gemacht. Da ich gerade allerdings in der Heimat bin, ist das jetzt quasi ein Darmstadt-Special. In Darmstadt ist das Angebot leider noch nicht so groß, aber ich hoffe, das wird in Zukunft vielleicht noch ein bisschen ausgebaut. Wo man allerdings jetzt schon über die Too Good To Go App Lebensmittel retten kann und was ihr da theoretisch alles bekommen könnt, das seht ihr in diesem Video. Bei der Haiger Markthalle habe ich eine vorgepackte Überraschungstüte bekommen. Darin enthalten waren eine Packung Streichrahmen, 500 Gramm Joghurt, eine Packung Mohn, eine Packung Linsen, 3 Äpfel, ein Glas Pflaumenmus, ein Schoko-Weihnachtsmann und Pfeffer. Streichrahm, Joghurt und Mohn sind am nächsten Tag abgelaufen und auch die Äpfel waren schon ein kleines bisschen schrumpelig, konnten aber noch im Kuchen verarbeitet werden. Die restlichen Sachen sind sogar noch einige Monate oder sogar Jahre haltbar. Auch bei der Bäckerei Hofmann war schon alles für mich eingepackt, neben einem Laib Brot habe ich noch 16 verschiedene Brötchen bekommen. Davon haben wir dann einige eingefroren. Bei der Kaiser Biobäckerei konnte ich mir von allem, was übrig geblieben war, Waren im Wert von 8 Euro aussuchen, so wie es in der App auch angegeben war. Ich habe mich für einen belegten Bagel entschieden, außerdem ein Schokobrötchen und ein veganes Apfelstreuselteilchen. Bei La Maison du Pain war die Tüte wieder für mich vorgepackt. Darin waren 2 Brötchen, ein Mini-Brötchen, ein Croissant, eine mit Schokolade gefüllte Madeleine und ein halber Laib Brot. Bei Nordsee habe ich dieses Mal anstatt des Hauptgerichts die Snack-Variante gewählt und habe 3 verschiedene Fischbrötchen bekommen. Beim Lachsbrötchen waren sich meine Mutter und ich nicht sicher, ob diese eine Stelle so dunkel sein sollte. Deshalb haben wir es dann lieber nicht gegessen. Die anderen beiden Brötchen waren aber vollkommen in Ordnung und sehr lecker. Nachdem ich bereits in Berlin schon mal bei Starbucks etwas geholt hatte, habe ich es in Darmstadt auch noch mal probiert und habe auch hier eine vorgepackte Tüte bekommen. Darin enthalten waren 2 Stücke Strawberry Cheesecake und nochmal 2 Stücke Strawberry Cheesecake. Gott sei Dank essen sowohl meine Mutter als auch ich sehr gerne Kuchen. Beim Bio-Supermarkt Terra Verde habe ich auch wieder eine vorgepackte Überraschungstüte bekommen. Darin waren 2 Croissants, eine kleine Schokomilch,
ein veganer Käseersatz, ein Stück Mohnkuchen und eine Heidelbeer-Fruchtschnitte. Die Fruchtschnitte ist noch bis Juli diesen Jahres haltbar. Der Rest musste bzw. sollte innerhalb von 1 bis 2 Tagen gegessen werden. So, das war jetzt also mein kleines Too Good To Go Darmstadt Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ihr vielleicht nicht in Darmstadt wohnt. Wenn ich demnächst wieder zurück in Berlin bin, will ich auf jeden Fall noch weitere Too Good To Go Videos machen, vielleicht mit verschiedenen Schwerpunkten wie Supermärkte, vegetarisch, vegan. Falls euch da vielleicht ein bestimmtes Thema interessiert, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr keins dieser Videos verpassen wollt, auch gerne meinen Kanal abonnieren. In dem Fall würde ich mich freuen, euch im nächsten Video wiederzusehen und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und viel Gesundheit.